Ich habe die nicht mehr beachtet. Ich war dabei, gerade zu putzen. Und auf einmal hörte ich Glas scheppern, Manni schrie, aber ich konnte nicht sofort raus, weil ich gerade in dem Augenblick der dritten Fett gewechselt habe. Und als ich draußen war, die Hände frei hatte, ja, Manni lag da, Erwin war weg und die Polizei kam angerannt. Moment, Moment, halt stehen bleiben! Hey, gib mir sofort dein Geld, du Arsch! Lassen Sie den Mann in Ruhe! Was soll denn dieser Kram hier? Sie sagen mir jetzt mal sofort Ihren Namen, hallo. Und was das Ganze hier soll? Mein Name ist Olaf Zirsch. Ich bin der Chef von der Gerda am Imbiss. Und der Manni, der schuldet mir einen Haufen Geld. 1000 Euro. Und deswegen stürmt sie einfach rein und machen Zeugen an, oder was? Ja, weil er mich immer wieder vertröstet. Seit Wochen schon. Aber jetzt, Entschuldigung, Ihre Geldsorgen interessieren mich jetzt hier während einer Gerichtsverhandlung überhaupt nicht. Ich will dir was sagen. Der Manni, der hat Geld. Und zwar nicht zu knapp. Oder was war mit 3 Wochen Karibik, ha? Moment, Herr Zirsch. Was wissen Sie über die Karibik? Ja, nur das, was mir die maskierte Frau eben an meinem Imbiss erzählt hat. Was von der maskierte Frau denn? Ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Sie kam zu mir an den Imbiss und die sucht nach Manni und Axel mit solchen Fotos hier. Und hat mich gefragt, ob die beiden darauf erkennen. Fotos doch bitte schön mal. Ein Foto haben Sie da, ne? Schauen Sie das mal an, Frau Schahn. Sie hatte auch eins. Geht der Beschluss, das Foto wird in den Augenschein genommen. Das ist der Herr Meinisch und das nebendran? Das ist sein Bruder Axel. Das sind Stammkunden bei mir am Imbiss. Ja, und was hat diese maskierte Frau noch gesagt? Die hat gesagt, dass das Foto irgendwo in einem Club in der Karibik aufgenommen wurde. Keine Ahnung, Tropical irgendwie. Und sie hat mich gefragt, ob ich die beiden erkenne und ob ich weiß, wo die gerade sind. Und ich habe ihr dann gesagt, dass sie jetzt gerade am Gericht sind. Und wo ist diese maskierte Frau jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich habe mich da nicht weiter drum gekümmert. Ich war so sauer und dann... Mich interessiert das auch alles gar nicht. Mich interessieren nur meine 1000 Euro. Herr Meinus, kommen Sie doch mal bitte nach vorn. Schauen Sie sich mal das Foto an. Ich belehre Sie weiterhin, dass Sie die Wahrheit sagen müssen, aber sich selbst nicht belasten. 55 SCPO. Sind Sie das auf dem Foto? Interessant. Ja. Da will ich auch mal sehen. Das ist eine Fälschung. Das ist der doch gar nicht. Genau. Das ist Beschiss, ist das. Wie meinen Sie denn das? Hast du da wieder irgendwas zusammengeschnitzelt oder was? Was denn? Wie meinen Sie denn das? Warum soll das eine Fälschung sein? Das ist doch garantiert wie ein Ablenkungsmanöver von dem. Ich war noch nie in der Karibik gewesen. Wegen also kann das doch nicht echt sein. Das ist der Beweis, dass Sie wirklich in dubiose Geschäfte verwickelt sind. So ist es. Gut, bringt uns aber im Moment sowieso alles nicht weiter. Lassen Sie das bitte schön mal da, das Bild, ja, Herr Zirsch. Okay. Würden Sie sich vielleicht draußen bereithalten? Es kann durchaus sein, dass ich Sie auch noch als Zeugen hier brauche. Hm? Okay, gerne. Gut, aber Ihre Schulden jedenfalls, das ist klar. Die werden Sie zum Moment hier im Sitzungssaal nicht eintreiben können. Alle anderen nehmen bitte schön wieder Platz.